Hallo alle zusammen, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute habe ich Flapsteak-Spieße oder Spieße von der großen Bavette. Pimentos der Patron, aber nicht aus der Pfanne, sondern am Spieß und gegrillte Lauchzwiebeln. Wie das funktioniert und was man dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Und dafür brauchen wir Flapsteak, Holzspieße, Frühlingszwiebeln, Pimentos del Padron oder unseren breiten Brautpaprika, Olivenöl, Zitrone, Salz, Steakpfeffer, da ist auch ein bisschen Salz mit drin und Parmesan. Wir machen heute eine schöne Spießgeschichte. Hier haben wir Flapsteak. Flapsteak liegt bei der Kuh so hier im Bauchbereich. Das ist so der große Bruder vom Flanksteak. Flanksteak kennt der ein oder andere, schönes Stück Fleisch. Und das liegt weiter oben, ist ein bisschen grobfaseriger. Ja? Das sieht man hier, gröbere Fasern, ist für mich eines der schmackhaftesten Stücke am Rind. Und hier schneide ich mir jetzt schöne Stücken raus, die wir dann auf Spieße ziehen. Ein bisschen flach. Und jetzt schöne Stückchen geschnitten. Und ihr seht, so läuft die Faser. Wenn ich das jetzt so schneiden würde, würde ich nachher auf einer langen Faser rumkauen. So schneide ich gegen die Faser und das Fleisch ist nachher, also kommt mir jedenfalls zarter vor. Jetzt wichtig, die ganze Schose schon mal ein bisschen salzen. Jetzt ziehen wir das hier auf Holzspieße. Aber ich nehme so Doppelspieße, wie man das vom japanischen Grillen kennt. Ja, denn wenn ich das nur mit einem Spieß mache, dann geigert mir das hinterher hin und her. Deswegen ziehe ich das auf Doppelspieße. Zack. Und jetzt packe ich die Spieße schon mal auf den Grill. Ich habe den Grill jetzt volle Leute vorgeheizt. Und jetzt kommen die hier direkt drauf. Weiter geht's mit unserem Bratpaprika, die Stiele ab. Die könnte man zur Not auch dran lassen, aber die wären hinten gern schwarz, deswegen mache ich die ab. Und hier dieselbe Geschichte. Auf Doppelspieße ziehen. Und jetzt ein kleiner Insider. In Japan gibt es so ähnliche Gerichte, die machen da auch Paprika, Bratpaprika drauf. Die nennen das dann Shishitos. Und die Kollegen auch auf dem Grill. Ja, die schon mal drehen. Uiuiui. Löst sich schon der erste Spieß auf. Und Paprika hier dran. Der muss bloß ein bisschen Blasen werfen. Und genau dasselbe mit unseren Lauchzwiebeln. Auch doppelspießig. Aufspießen. Ein bisschen Luft zwischendurch lassen, damit die Hitze auch durch kann. Und jetzt hier auch mit schön auf dem Grill. Das Fleisch wieder ein Stück wenden. Aber der kleine Grill hier, der Travel Q, der macht ordentlich Power. Das ist ein schöner Begleiter. Und wer mich und meine Videos kennt, der weiß, ich mag immer ein bisschen Säure dabei, Zitrone und die grille ich ein bisschen an. Dann ist der Saft halt warm und nicht mehr so knallsauer.
Und jetzt hier gleich ein bisschen Olivenöl drauf. Zwiebeln überall ein bisschen braun. Pimentos haben Blasen geworfen. Jawohl. Fleisch ist auch fertig. Das können wir anrichten. Wir teilen uns die Spieße. Und ihr seht, ja, schön rosa. Und das Gemüse. Hier rein. Auch die Pimentos. Ja, die gehen von alleine runter. Man kann die Pimentos auch in der Pfanne machen oder im Wok, kein Problem. Aber für so einen Kleingrill sind die Spieße ideal. Und jetzt passt super dazu ein bisschen Parmesan. Bisschen Steakpfeffer. Also hier ist Pfeffer und Salz drin. Machen wir hier auch gleich ein bisschen was drauf. Und natürlich Olivenöl. So. Und obendrauf noch so ein paar Tropfen von dem warmen Zitronensaft. Gar nicht so auf Fleisch, mehr auf die Pimentos und die Zwiebeln. Sagen wir mal Spieße von der großen Babette mit Pimentos, / Shishitos, kann man auch zu sagen, und Lauchzwiebeln. Unsere Spieße, bin ich ja mal gespannt. Also, ich liebe das. Flapsteak, große Babette, ein kerniges, nicht zu weiches, aber sehr, sehr geschmackvolles Fleisch. Und in Verbindung mit den Zwiebeln, die sind sehr leicht süßlich. Und Pimentos, sowieso meine Klassiker. Schön viel Feuchtigkeit drin, Saftigkeit drin. Der Parmesan gibt nochmal einen Bums. Also einfach mal nachbauen. Ein paar Spießchen dazu. Sieht toll aus mit dem Spießchen. Kann jeder ein bisschen dran rumknabbern. Ich finde es eine tolle Geschichte. Ich sage viel Spaß beim Nachmachen und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.